Hallo meine lieben Filmefreunde, ja und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Divis Movie Channel. Ja meine Lieben, ihr seht hier schon mega Gesetz der Rache im Director's Cut im Steelbook und ich habe das heute schon in meinen Händen. Ich bin mega aufgeregt, weil ich den Film einfach liebe. Er ist einer meiner Lieblingsfilme. Und heute möchte ich euch das Ganze einfach mal präsentieren, damit ihr auch als erstes sehen könnt, wie der Film so aussieht in dieser Edition. Und ja, der hat hier einmal die Umverpackung, da seht ihr auch freigegeben ab 18. Ich nehme das einmal ab. Und da sehen wir auch schon das Steelbook in vollster Pracht. Ihr habt hier einmal die Unterseite mit Gerard Butler einmal unterlegt in Rot, also es schimmert so richtig rostig rot, sage ich mal. Und obendrauf Jamie Foxx dann in Weiß. Also das Cover finde ich mega. Und von der Seite sieht das so aus, wenn ihr das dann habt. Genau. Und das Schönste kommt jetzt noch, nämlich das hinten drauf. Schaut mal. Ist also richtig mega, auch wie das hier ist. Also das schimmert richtig. Ich hoffe, ihr konntet das jetzt auch richtig schön sehen. Die Leute, die den Film gesehen haben, kennen das Bild aus dem Film wahrscheinlich. Also ich finde es richtig geil. Und wenn ich das Steelbook öffne, sieht das Ganze so aus. Also ihr habt ja jetzt nicht irgendwie noch Infomaterial mit drin oder so, aber so sieht dann die Blu-ray aus. Genau. Also das Cover der Disc finde ich auch richtig schön. So sieht das Ganze dann von innen aus. Und ich lese euch jetzt auch noch vor, was in dem Film drin vorkommt, für die Leute, die das vielleicht auch noch nicht wissen. Der gutbürgerliche Clyde Shelton, gespielt von Gerard Butler, wird eines Nachts von Einbrechern überfallen, die seine Frau und Tochter auf grausame Weise ermorden. Die Täter werden schon bald gefasst, doch Shelton steht vor einem Scherbenhaufen. Von dem ambitionierten Staatsanwalt Nick Rice, der wird gespielt von Jamie Foxx, sieht sich Shelton von Staat und Gesetz verraten. Denn um seine Verurteilungsquote zu halten, bietet Rice dem Drahtzieher des Mordes den Deal an, ihn auf Bewährung freizulassen, wenn er im Gegenzug seinen Komplizen ans Messer liefert. Shelton greift zu seiner letzten Option. Er nimmt Recht, Ordnung und Gerechtigkeit selbst in die Hand, um endgültig seinen Frieden zu finden. Ja, hier steht dann auch noch mal drauf: Ein Mann, der alles verloren hat, ist zu allem fähig. Und Leute, ich mache dazu natürlich noch eine Review, aber der Film ist mega. Ihr seht hier schon diesen Blick von Gerard Butler, der mit diesem Spruch auch schon alles aussagt. Und das Tolle an dieser Steelbook Director's Cut Edition ist natürlich, dass ihr hier eine Laufzeit habt von 119 Minuten und die normale Edition hat also ungeschnitten 108 Minuten Laufzeit. Also ist schon ein gewaltiger Unterschied. Ich bin gespannt, was mich da auch erwarten wird. Und ihr habt hier dann noch die Extras drauf, das Rechtssystem circa 6 Minuten, dann das Making-of, Law in Black and White circa 15 Minuten, die Entwicklung der visuellen Effekte circa 7 Minuten, Blick hinter die Kulissen circa 15 Minuten und auch noch Interviews circa 12 Minuten. Also das ist schon Wahnsinnslaufzeit und Wahnsinnsextra, die euch hier erwarten in dieser Edition. Und dann habt ihr hier natürlich als Sprachen jeweils Deutsch und Englisch in 5.1 und dann auch noch Deutsch Dolby Digital 2.0. Und ja, auf jeden Fall das erstmal zu dieser Edition. Wie gesagt, ich mache euch dazu natürlich noch eine Review. Ich zeige euch das Ganze jetzt noch einmal aufgeklappt, dass ihr das einmal noch im Ganzen seht, Leute. Es ist einfach wunder, wunderschön. Also ich finde es mega und ich freue mich, dass ich diesen super Film jetzt in meiner Sammlung habe. Wenn ich die Ihnen gesehen habe, dann mache ich euch natürlich die Review, erzähle euch dann, wie das Ganze so ist und wie viel dann diese 9 Minuten natürlich ausmachen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Unboxing gefallen. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Macht's gut, bis dann, ciao.